Der entscheidende Schlüssel zum Glück ist, mit dem zufrieden zu sein, was man im Augenblick hat. Diese innere Zufriedenheit verändert deinen Blick auf die Dinge, sodass dein Geist in Frieden verweilen kann. Das einzig Wichtige ist letztlich, dass wir für andere da sind und das Glück, das hieraus entsteht, genießen können. Denn Mitgefühl für andere Wesen ist die höchste aller menschlichen Tugenden. Mitgefühl ist eine tief empfundene Hinwendung zu all jenen, die leiden, ohne Unterschied. Es entsteht aus dem starken Wunsch, anderen zu helfen. Ob wir in der Lage sind, die Qualitäten von Liebe und Mitgefühl zu entwickeln und unseren Geist entsprechend umzuwandeln, hängt in erster Linie von der Kraft unserer Entschlossenheit ab. Um diese zu wecken und zu stärken, sollten wir den Blick nach innen wenden. Wir sollten weder anderen noch uns selbst schaden. Wenn wir uns selbst nicht leiden können, können wir auch anderen nichts Gutes tun. Wir sollten uns klar machen, dass wir alle uns wünschen, glücklich zu sein und dass dieser Wunsch gerechtfertigt ist. Der Mensch ist grundlegend gut, trotzdem wird er mitunter von störenden Emotionen umgetrieben, die er bei entsprechender geistiger Klarheit in seinem Geist beobachten kann. All unsere Schwierigkeiten rühren aus unserem leidenschaftlichen Wunsch nach Dingen, die wir fälschlich als dauerhaft ansehen. Unser Körper ist unbeständig, flüchtig und vergänglich. Doch dies vergessen wir häufig, weil wir an ihm so sehr hängen. Viele Menschen, die sich dieser Tatsache bewusst werden, empfinden großes Leid. Doch wenn wir uns klar machen, wie die Dinge tatsächlich sind, können wir viel leichter akzeptieren, dass nichts eine eigenständige Existenz besitzt. Nichts besteht für sich allein. Alles entsteht aus Ursachen und Bedingungen, die wiederum voneinander abhängig sind. Die Art, wie wir die Welt sehen, ist ein Produkt unseres Geistes. Jeder Mensch sieht die Welt anders. Das beweist die Tatsache, dass ein und derselbe Gegenstand für den einen Menschen schön, für den anderen hässlich ist. Geistesgifte wie Illusion, Gier und Aggression verursachen fast jedes nur erdenkliche Leid auf der Erde. Unser geistiges Leiden erweist sich häufig als stärker als alle körperlichen Probleme. Wenn der Geist ruhig und heiter ist, kann ein körperlich kranker oder armer Mensch trotzdem glücklich sein, obwohl er unter schwierigen Bedingungen lebt. Zumindest bewirkt seine Einstellung, dass ihn seine Probleme nicht überwältigen. Vergiss nicht, dass zwei einander entgegengesetzte Zustände nicht zur gleichen Zeit in unserem Geist existieren können. Wenn du also auf jemanden wütend bist, bemühe dich, ihm gegenüber eine wohlwollende Geisteshaltung zu entwickeln. Wenn dir dies gelingt, hast du den Zorn aus deinem Geist vertrieben, denn Zuneigung ist das Mittel der Wahl gegen Wut und Ärger. Wir können unseren negativen Emotionen erst dann ein Ende setzen, wenn wir uns neben der Entwicklung positiver Emotionen auch um Weisheit und Einsicht bemühen.